Weihnachtsgeist. Eine Geschichte von Peter Phönix. Else zog den Mantel fester um sich und schob sich müde durch die Straßen. Graue Schneereste lagen am Straßenrand, glitzernde Weihnachtsbäume, wohin sie schaute. Aus einem Lautsprecher dröhnte Last Christmas, und der Geruch nach gebrannten Mandeln ließ Übelkeit in ihr hochsteigen. Ein Mann rempelte sie an und ging weiter, ohne sich zu entschuldigen. Bald würden die Geschäfte schließen, denn heute war Heiligabend. Dann würde sie nach Hause gehen. Auf einmal stand ein Weihnachtsmann vor ihr. Roter Mantel, weißer Wattebart und die Mütze tief in die Stirn gezogen. Er lächelte sie an, griff in seinen Sack und drückte ihr ein Päckchen in die Hand. »Frohe Weihnachten«, sagte er und ging weiter. Elsa starrte auf das Päckchen. Sie riss das Papier auf und fand eine kleine Schnapsflasche darin. Weihnachtsgeist stand in Schnörkelschrift auf einem silbernen Etikett. Elsa spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht schoss. Sie ließ die Flasche in ihre Manteltasche gleiten und ging schnell weiter, den Blick auf den Boden gerichtet. Sah man ihr jetzt schon an, dass sie zu viel trank? Warum sonst hatte der Weihnachtsmann ihr die Flasche geschenkt? Am liebsten hätte sie sich nach dem Schreck einen Schluck gegönnt, aber nicht hier vor all den Leuten. Elsa bog in eine stille Seitenstraße ein. Sie angelte nach der Flasche, die in ihrer Manteltasche baumelte, und drehte den Verschluss auf. Es ploppte leise. Etwas Rotes zischte aus der Flasche, entfaltete sich und wurde schnell größer und fiel schließlich wie ein nasser Lappen zu Boden. Elsa stieg der scharfe Geruch von Schnaps in die Nase. »Teufelzeug«, lallte es von unten. Nur mit Mühe gelang es diesen etwas, sich mit den Händen an einen Laternenpfahl hochzuziehen. Aus einem zerknitterten roten Gewand schob sich ein durchscheinender weißer Kopf, auf dem eine rote Mütze saß. Er strich sein Gewand glatt und nuschelte. »Entschuldige, meine Auflachung, aber so ein Flaschenleben lässt einen einfach verlottert aussehen. Ups, sicher geht's mir gleich wieder besser. Der Schnaps ist, muss mir verdunsten. Boah, ist mir schlecht.« Und schon beugte er sich vor und wirkte einen Schwall Flüssigkeit auf den Boden. Elsa ging einen Schritt zurück. Wie viel hatte sie heute schon getrunken? »So, jetzt geht's mir besser. Ist ja grauenhaft. Ich kann von dem Zeug einfach nicht von bleiben. Aber wem erzähle ich das?« Das Wesen rülpste laut. »Also, du bist die Elsa, stimmt das?« Elsa begann zu zittern. Sie stellte die leere Flasche neben die Laterne. Mit fahrigen Händen durchwühlte sie ihre Handtasche und holte einen Flachmann heraus. Sie trank einen großen Schluck. »Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen?« »Ich bin der Weihnachtsgeist. Stand doch auf der Flasche.« Er strich über seinen Kopf und verzog sein Gesicht und stöhnte noch einmal. »Teufelszeug!« Aus seinem Gewand zog er ein schwarzes Buch heraus. »Hier steht es. Elsa Udinski ist dein Name, Arme. Du bist unglücklich. Deswegen bin ich hier.« Er schwankte und hielt sich am Laternenpfahl fest. Mit zitternder Hand genehmigte sich Elsa noch einen Schluck. »Weihnachtsgeist? Ich glaub doch nicht an Weihnachtsgeister.« »Es bleibt dir wohl nichts anderes übrig. Ich stehe ja hier vor dir.« Er legte den Arm um den Laternenpfahl, damit er nicht umkippte. Elsa fragte leise, »Wo kommst du denn her?« Der Geist wies den Kopf nach oben. »Man schickt uns zu Weihnachten hier runter. Wir sollen helfen.« »Warum sollte es mir nicht gut gehen?« »Schicksalsbuch. Das hier, das ist deins.« Er hob das Buch hoch. »So eines haben wir oben für jeden Matschen, die Menschen. In den Büchern trägt sich ein, was hier unten so treibt. Wenn ein Matsch so viel über den Tod in scheinenden Kopf denkt, wird der Buchdeckel so schwarz.« »Wie kannst du mir helfen?« »Du musst nur sagen, was genau dich so unglücklich macht.« Der Geist machte mit der Hand, die von der Laterne baumelte, eine schreibende Bewegung. »Dann schreibe ich das hier rasch um.« Das war die Gelegenheit. Elsa musste nachdenken. Was macht ihr am meisten zu schaffen in ihrem Leben? Aber der Geist ließ ihr nicht genug Zeit und klopfte ungeduldig gegen die Laterne. Er zeigte auf den Flachmann in Elsas Hand. »Kann ich einen Schluck?« Elsa schüttelte den Kopf. »Mein Mann hat mich verlassen wegen einer anderen.«
Der Geist sah sie an und schwieg. Elsa sagte, »Meine Kinder sehe ich fast gar nicht mehr. Sie besuchen meinen Mann andauernd, mich aber nie.« Der Geist zuckte mit den Schultern. »Meine Freundin hat geheiratet und keine Zeit mehr für mich.« Schweigen. »Meine Katze ist gestorben.« Aber der Geist forderte sie mit einer Handbewegung auf, weiterzureden. Elsas Stimme überschlug sich, als sie rief, »Reicht das alles denn nicht, um unglücklich zu sein?« Der Geist zeigte auf das Buch. »Hier drinnen steht, was dich wirklich unglücklich macht. Aber ich darf nur umschreiben, wenn du selber drauf kommst. Selbstzweckerkenntnis nennt man das.« »So«, sagte Elsa und schnaubte. »Alle, die ich liebte, haben mich verlassen. Ist es das?« »Nein. Du könntest mir ja vielleicht...« Der Geist warf einen Blick auf Elsas flachen Mann und seine durchscheinenden Lippen verformten sich spitz. Es wollte aus der Entfernung den Schnaps aus dem Flachmann saugen. »Dann helfe ich dir beim Raten.« Elsa hielt den Geist dem Flachmann hin. »Ein Schluck«, sagte sie. Der Geist nahm die Flasche, legte den Kopf in den Nacken und ließ das Schnaps in sich hineinlaufen. Elsa machte einen Schritt auf ihn zu und riss ihm die Flachmann aus der Hand. »Scheiße, jetzt hast du den ganzen Schnaps ausgetrunken!« Sie holte mit ihrer Tasche nach ihm aus und zischte. »So, und jetzt sag mir, was da drin steht. Was meinen die da oben, was mich unglücklich macht?« Der Geist versuchte frei zu stehen, um das Buch in beide Hände zu nehmen. Sagte er und legte den Arm wieder um die Laterne. »Ajuhu!« Elsa stampfte mit den Schuhen auf den Boden und funkelte den Geist giftig an. »Alkohol? Was für ein Quatsch! Du brauchst doch in dem Buch nur die Stelle zu ändern, wo mein Mann diese blöde Ziege kennengelernt hat. Da wäre mein Leben ganz anders verlaufen.« »Dann meine ich nicht das Problem. Du trinkst schon langsam zu viel. Du musst die Tatsachen ins Gesicht sauen.« »Sagen die da oben.« Der Geist wies wieder mit dem Kopf nach oben und wankte und wäre fast umgekippt. Elsa machte schnell einen Schritt auf den Geist zu. Sie riss ihm das Buch aus der Hand, lief so schnell sie konnte davon. In der Nähe war ein Park. Sie versteckte sich im Gebüsch und setzte sich auf einen Baumstumpf. In der Tasche kramte sie noch einen Stift. Wenn dieser Geist die Stelle nicht ändern wollte, so würde er es eben selber tun. Aber die Seiten klebten aneinander. Sie konnte das Buch nur in der Mitte aufschlagen. Dort starrte sie in einen Spiegel. Stumpfe Augen, verquollene Lider, schuppige Haut, spannte über die rote Nase, rissige Lippen. Auf den Doppelkinn wucherten ein paar lange Stoppeln. Die Haare hingen fettig über die Stirn und Ohren und den fleckigen Mantelkragen. »Das kann doch nicht ich sein!« Elsa ließ das Schicksalsbuch sinken, den Tatsachen ins Gesicht schauen. Elsa wollte weinen, aber es kamen keine Tränen. Sie wollte schreien, aber ihre Stimme blieb stumm. Sie wollte das Buch zerreißen, aber die Arme versagten ihren Dienst. Sie blieb lange auf dem Baumstumpf sitzen. Sie ließ ihren Gedanken freien Lauf und hangelte sich durch die Erinnerung an ihren früheren Leben. Und irgendwann hob sie den Kopf und schaute nach oben. »Die haben recht da oben«, sagte sie leise. Sie stand auf und legte das Buch auf den Baumstumpf. Dann kletterte sie aus ihren Verstecken und ging davon. Nach einigen Schritten drehte sie sich noch einmal um. Der Geist stand da, schwankte ein wenig und schob gerade das Buch unter sein Gewand. Er winkte ihr zaghaft zu. Elsa winkte zurück und ging weiter. Sie hatte einen langen Weg vor sich, aber sie wusste jetzt, was zu tun war. Während sie darüber nachdachte, wo sie eine neue Katze herbekam, holte sie den Flachmann aus der Tasche und warf ihn ins Gebüsch. Ja, das war jetzt eine etwas längere Weihnachtsgeschichte von Peter Phoenix. Und die Erzählerin war die sonnige Hex bzw. die kleine Hex. Und ich wünsche euch mit dieser wunderschönen Geschichte eine wunderschöne Weihnacht, einen schönen Heiligabend. Genießt diese wunderbare Weihnachtszeit mit euren Lieben. Dies wünscht euch die kleine Hex bzw. die sonnige Hex.